links. Danach biegen wir links ab. Kann man hier so fahren? Sehr gut. Tolle Verkehrslage, nie im Stau, keine Polizei, keine Blitzer. Und abenteuerliche Feldwege, die man sieht und hört. Ach, guck mal hier. Kühe. Ein Fjord. Fahren wir in den Wald. Uiuiui. Du siehst komisch aus. Ja, ich sehe sonst nichts. Ach so. So, wir sind jetzt auf dem nächsten Stellplatz von Pintrip. Wir sind angekommen auf der Seite 36. Und das heißt? Familie Bogart. Genau, das ist hier nur ein Parkplatz, das ist in dem Buch beschrieben, ne? Ja, getestet. Und wir stehen hier auf einer schön gemähten Wiese. Da hinten sind die Schilder und ich drehe mich mal, ich glaube, da hinten ist ein alter Bauernhof oder sowas. Ja, hier stehen wir ganz alleine, wie erwartet, immer wieder alleine. Komisch, ne? Ja. Wenn wir mal einen Kopf machen, ne? Mhm.
Los jetzt. Ja. Sag was. Wir haben heute den 24. August. Nein. Haben wir nicht? Hey. Hey. Wir haben heute den 24. August. Und wir haben die Nacht sehr gut geschlafen. Wir stehen bei dem Pintrip-Stellplatz auf der Seite 36 bei der Familie Brogard. Mhm. Warum sage ich das eigentlich? Ja, heute ist Rollentausch. Okay. Ich habe Kaffee gekocht. Dann müsste ich auch auf der Seite sitzen. Ja, also das war egal. Gestern. Okay. Okay. Ja, sehr schön. Komischerweise haben wir den Betreiber nicht gesehen. Der ist gestern ist dann nicht rausgekommen oder. Wir wollten auch nicht stören, weil alles finster war, das sah alles so zu aus. Den Platz hat man sehr gut gefunden. Hier steht ein Riesenschild, das ist überhaupt nicht zu übersehen. Eine perfekt gemähte Wiese mit Ausblick auf den Fjord. Und wir waren gestern spazieren, haben uns hier eine Kuhweide angeguckt und hier stehen überall Blumen. Und ja, hier steht man voll in der Natur. Ne? Mhm. Ja. Ich habe auch sehr gut geschlafen, du auch? Ja. Also hier ist wirklich wunderschön. Richtig cool. Jo, wir haben jetzt, keine Ahnung, 23:30. Wir wollen auch mal langsam weiter. Mhm. Nochmal an einem schönen Strand. Die gibt es ja hier sehr oft. Cool ist, dass man dann bei Maps einfach in die Gegend klickt und mal näher ranzoomt und dann sieht man schon, ob da ein Parkplatz ist oder nicht. Und ich finde, das ist hier sehr gut ausgeschildert. Auch über Maps findet man das sehr gut raus. Da kann man auch abschätzen, ob man da mit dem Wohnmobil parken kann. Ja, also ich bin echt total begeistert. Noch keine negativen Erfahrungen mit Pintrip gemacht. Und ein schönes Land. Und Entsorgungsmöglichkeiten findet man auch. Ja. An vielen Tankstellen und oft sogar kostenlos. Dass ja. Die noch nicht mal für Frischwasser was nehmen und gut ausgeschildert, gut befahrbar. Also ich wüsste nicht, was hier negativ ist. Jo. 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 Hast du schön gesagt. Ja. Und wo war das jetzt, wo wir jetzt hinfahren? Was hast du da ausgesucht? Ja, Bob hier, Berg irgendwie oder Burg oder... Gucken wir mal. Muss ich wohl einblenden, keine Ahnung. Ja, also. Ja, mit der Sprache hapert es noch ein bisschen, aber sonst... Ein bisschen? Ein bisschen viel, würde ich sagen. Ja, genau. Krieg ich nicht hin. Ist einfach so. Wir zeigen es dann einfach oder schreiben es unter das Video. Okay, wir fahren weiter und melden uns dann vom nächsten Platz oder im nächsten Video. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns immer. Und wer es noch nicht getan hat, der kann unseren Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Da wir 4 Wochen in Dänemark unterwegs sind, kommt da noch einiges. Dauert zwar mit der Videobearbeitung, aber naja, wir arbeiten dran. Also, hey! Hey! Yeah.